Willkommen zurück zu einem neuen Projekt namens Sam and Max. The Mole, the Mop and the Meatball. Ohohojo! Die dritte Episode dieses tollen Spieles, oder besser gesagt dieses Episoden-Packs. Oh, mein Stuhl quietscht wieder, es tut mir leid. Um was geht es hier? Ich musste ja das Intro, darf ich ja hier nicht abspielen, sonst haben wir hier Probleme, sowie haben wir hier harte Grafik. Hier arbeitet eine äußerst gestörte Persönlichkeit. Jo. Warum leckt denn das so? Da war das schon immer so. Naja, okay. Sonst muss ich hier halt einfach mal ein bisschen nach drunter schrauben, weil irgendwie leckt es bei mir. Frag mich nicht warum. So. Jetzt sollte es definitiv gehen. Jo. Jetzt läuft's flüssig. Naja, jedenfalls, sind wir nun wieder in unserem Büro. Was ist der Plot des Spiels? Wir haben einen Maulwurf eingeschleust bei der Spielzeugmafia. Ja, ja, das ist der Mob, das ist die Mafia, besser gesagt die Spielzeugmafia. Und der Maulwurf ist ein Typ, den wir dort eingeschleust haben. Und welche Ironie ist, dass er auch wirklich ein Maulwurf ist. Also, was ein doppelter Schenkelklopfer. Naja, jedenfalls müssen wir uns den mal anschauen, weil der Undercover-Agent, eben dieser Maulwurf, hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Wir haben immer noch unsere Riesenbumme. Was haben wir hier eigentlich drin? Ihr seht ja noch was unseren anderen Episoden, Betty Cultures Haare und der Hypnobär. Dieser verbrannte Haufen dient uns als Erinnerung an all den Spaß, den wir bei Warp TV hatten. Ja, ja. Ich habe festgestellt, dass ich Sachen einfach gerne brate. Ganz egal, ob beim Kochen oder in meiner Freizeit. Jo. Jo. Und was können wir hier sonst noch? Können wir das da mitnehmen? Pick Ass. Hey, ein Ass. Es schadet nie, eins davon im Ärmel zu haben. Badum. Außer wenn dich der andere Kerl damit erwischt, deinen Körper mit großkalibrigen Bleikugeln vollpumpt und deine Leiche dann in ein abgelegenes Feld schmeißt. Ja, stimmt. Dann. Was ist denn hier? Okay. Jimmy Zweizahn. Schieber. Es ist schon traurig, dass selbst Kleinstnager schon schwere Kisten schieben müssen, um über die Runden zu kommen. Ich glaube, Schieber bedeutet hier eher kauft und verkauft Diebesgut. Verpisst euch! Ihr vertreibt meine Kunden! Was denn für Kunden? Ja, so frage ich mich auch. Naja, okay, dann wollen wir doch hier mal zum Büro rausgehen, weil ich glaube, viel mehr können wir hier zurzeit gerade nicht machen. Wir neben jeder Episode ist natürlich auch Bosco wieder vertreten. Das alte Stück Zement. Deswegen werden wir hier schön mal vorbei schauen und mal gucken, was passiert. Jedenfalls leckt es nicht mehr, das ist schon mal gut und ist mit der Grafik fällt meiner Meinung nach nicht groß auf und wir wollen ja, dass es nicht leckt. Obwohl die vorderen zwei Episoden gut geklappt haben. Wollen wir nochmal den Vergleich wagen, wenn ich auf Dings stelle, auf hoch und dann wieder zurückgehe. Also ich bin der Meinung, es leckt dann und das möchte ich euch nicht zumuten. Finde, es läuft definitiv flüssiger hier. Ja, definitiv. Naja, okay. Dann gehen wir nochmal Bosco besuchen. Ist denn hier am Start? Der King lebt, ist klar. So, wer ist denn hier am Start? Hey, Bosco. Toller Hut. Beim Gordon Bleu. Wer ist dieser Bosco? Hey, Jungs. Ich bin's, Bosco. Nein. Aber ihr könnt mich Jean-François Schießbüchs nennen. Ich bin der feige französische Anarchist. Schießbüchs, was? Warum gibst du dich als Franzose aus? Das würde ich mich auch fragen. Monsieur, vous parlez français? Wir wollen was kaufen. Passen die Gardinen zum Teppich? Was? Wir sehen uns, Bosco. Warum bist du dich als Franzose aus? Hey, Bosco, warum bist du zum Franzosen mutiert? Meine Verkleidung als Brite ist aufgeflogen. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Wer? Die Mafia. Die Spielzeugmafia. Sie haben es auch auf mich abgesehen. Sie sollen sich hinten anstellen. Ja, wirklich. Oh mein Gott. Die Spielzeuge. Warum ausgerechnet die Spielzeugmafia? Und ja, Meatball. Oder ja, wie das geschrieben wird. Ich glaube, es wird schon Meatball geschrieben.
Das heißt ja eigentlich Fleischbällchen, aber im Deutschen soll das die Millionen heißen. Warum auch immer. Ich bin dafür, dass Fleischbällchen ist die unbekannte dritte neutrale Macht, die am Schluss alle mit Steinen beschmeißt. Von dem her gehen wir immer weiter. Was hat denn die Spielzeugmafia getan? Und was für widerwärtige Abscheulichkeiten hat die Spielzeugmafia dir angetan? Keine, bis jetzt. Aber ich weiß, was sie vorhaben. Und es ist schrecklich. Sie wollen dich fesseln, dir die Augen mit Klebeband aufhalten und dann den Kanal einschalten, auf dem 24 Stunden am Tag Großstadt-Cowboys läuft? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, sie wollen etwas an meinen Laden liefern. Ui, wieder so eine Lieferverschwörungstheorie. Ja, wir wissen ja, er wurde ja von einem Terroristenzwerg mit Videos beliefert. Das war ja auch eine terroristische Gemeinheit. Wieder so eine Lieferverschwörungsgeschichte? Was könnte eine Bande von rücksichtslosen Spielzeugherstellern in deinem Laden verkaufen wollen? Ich weiß nicht. Aber ist auch egal. Sie werden nichts an meine Laden liefern können. So war ich Jean-François Schissbüchseise. Aber du heißt doch gar nicht Jean-François Schissbüchs. Das wissen die doch nicht. Nein, hier an deinem Ding steht einfach Bosco. Oh, wissen die nicht? Oh, wer ist denn das? Hat er das T-Shirt geklaut? Mein Stuhl ist die ganze Zeit am Knarzen. Das finde ich nicht geil. So. Oh, hoffentlich ist es nicht zu laut. Das wäre mir sonst unangenehm. Und wie willst du die Lieferung denn verhindern? Was hindert die Spielzeugmafia daran, an deinen Laden zu liefern? Nun, zum einen bin ich immer wachsam. Sie werden nicht an mir vorbeikommen. Ja, genau wie Strulli, der ist auch nie an dir vorbeigekommen. Und zum anderen habe ich ein neues Sicherheitssystem. Es ist die größte Erfindung seit dem Betas. Ich nenne es das Bosco Tech Anti-Liefer-System. Gibt's da auch eine Abkürzung für? Betas. Oder auch Betas, pardon. Ja, genau. Wie funktioniert das Betals? Und, wie funktioniert das Betals? Da ist zunächst die Anti-Liefer-Kamera. Sie hat eine Bilderdatenbank aller Produkte, die ich in ihr Angebot habe. Klingt ziemlich unpraktisch. Kommt etwas in die Laden, das die Kamera nicht erkennt, fliegt es auf die Straße. Vive la France! Warum Vive la France? Wir wollen was kaufen. Wir möchten was kaufen. Oui, oui, Monsieur. Was hast du denn im Angebot? Oui, oui, was hast du im Angebot? Oh, la, la. Unter der Decke habe ich das Neueste von Bosco Tech. Ein Gerät non parrain en chocolat. Ist das gut? Oui, oui. Kann man das ich essen? Nenne es Mini-Abhörgeräte. Es passt unter jede Krawatte und unter jeden Chapeau. Und was macht man damit? Jemanden abhören? Hm? Geheime Gespräche zum Beispiel? Nein, ich meine ja. Okay, ja. Danke, wir brauchen im Moment nichts. Dann können wir ja... Sit! Dann können wir ja gehen. Wir sehen uns. Fragt euch vielleicht, was der Dialog... Ich kenne diesen Bosco nicht, aber wenn ich ihn sehe, sage ich ihm... Au Repertoire! Au Repertoire! Du meinst wohl Au Revoir, Monsieur. Ja, okay, ich glaube, wir waren jetzt erstmal hier, haben gesehen, wir kriegen hier ein Abhörgerät, ein billiges. Vielleicht brauchen wir das später mal. Aber im Moment sind wir hier, kann man dann später auch nochmal rein. Seht ihr hier? Seht dann in den späteren Episoden, gibt's hier eine Figur. Die war aber hier noch nicht geplant, oder besser gesagt, noch nicht eingeführt. Wäre ich mal dafür, wir fahren mal zur Spielzeugmafia. Und tun mal so, als wären wir es nicht gewesen. Da können wir dann später mal am Start sein. Wo geht's hin, Sam? Teddy Bears Mafia freies Zockerland. Mafia freies Zockerland. Teddy Bears Mafia freies Zockerland und Casino. Ist klar. Oh ja! Ich bin auch der Meinung, man sieht schon von vornherein, dass dort keine Mafia ist. Mafia frei. Nur extra betont. Mafia? Kenne ich nicht. Drogen? Weiß ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Waffen? Kenne ich nicht. Oh, schöne Frisur. Der schöne Helm, ne? Willkommen in Teddy Bears Mafia freiem Zockerland und Casino. Diese Visage. Mein Name ist Strahlebärchi. Bei uns erwarten euch jede Menge Spiel und Spaß. Hier habt ihr ein paar Chips zur Begrüßung. Damit wollen wir euch sagen, willkommen und verpulvern. Bester Mann.
Du kommst mir so bekannt vor. Ihr gebt alle eure Gästen ein paar Chips. Hast du hier in letzter Zeit einen Maulwurf gesehen? Ach, du dressierte Drossel, Max. Strahlebärchen sieht genauso aus wie dieser Teddybär aus Myra's Talkshow. Meinst du, der kleine Talkshow-Bär hat ein paar Riesenbabys geworfen? Keine Ahnung, Max. Mein tierischer Instinkt sagt mir aber, dass unser Maulwurf etwas über diese Teddybären herausgefunden hat, das er nicht wissen sollte. Wir müssen ihn finden und der Sache auf den Grund gehen. Habt ihr ein Glück, dass diese Maske keine Löcher für die Ohren hat? Sonst hätte ich mitbekommen, wie ihr hier gerade eure Geheimnisse vor mir ausgeplaudert habt. Was? Tut mir leid, ich habe eben nicht zugehört. Bester Mann, okay. Ihr gebt allen euren Gästen ein paar Chips? Ganz genau. Kommt schon, genießt das Leben. Ja, ja. Das scheint mir ein etwas wackeliges Gefühl. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Okay, pass auf. In 13 Stunden wirst du deinen kleinen Kumpel hier beim Pfandleiher verhökern, um deine Schulden bezahlen zu können. Dann können wir uns ja nochmal über unser wackeliges Geschäftsmodell unterhalten. Okay, dann kommen wir in 13 Stunden nochmal wieder. Hast du hier in letzter Zeit einen Maulwurf gesehen? Habt ihr hier ein kleines Maulwurfproblem? Hey, unser Garten ist absolut in Ordnung. Ihr solltet euch mal den Nachbarsgarten ansehen. Oh Mann, ich bin tatsächlich zu subtil. Das ist dir ja noch nie passiert. Vielleicht sollte ich mich lieber an den Codesatz halten. Der ist es definitiv nicht, oder? Oder ist es der? Warum? Passen die Gardinen zum Teppich? Wenn Don Teddybär das sagt, dann ist das so. Don Teddybär? Ich dachte, der Laden hier wäre mafiafrei. Ganz genau. Keine Mafia weit breit. Also kommt rein. Weiß er nicht, das ist völliger Zufall. Danke, Strahlebärchi. Viel Spaß und denkt dran, immer brav verlieren, damit wir Gewinn machen können. Bester Mann. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Diesen Clown. Was ist denn da aus? Eine Nase, Augen. Was ist das? Buletten-Sandwich-Schaukasten. Teddybärs Original Buletten-Sandwich. Sieht lecker aus. Der erste Teddybär bereitete dieses Buletten-Sandwich 1957 mit seinen eigenen Tatzen zu. Die Mikroorganismen, die Teddys heutigen Buletten ihren typischen Biss verleihen, stammen aus der Wucherung in diesem Sandwich. Lecker. Naja, okay. Mir jetzt nix. Ist nur ein Getränk. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Ich möchte mal hier. Das ist Leonard. Geber, komische Bärenköppe. Was ist da? Der einarmige Bandit im wahrsten Sinne des Wortes. Quietscheentchen. Ein Quietscheentchen. Ein Aschenbecher. Die Spielzeugmafia weiß eben, wie man Spaß braucht. Ja, ja, genau. Der einarmige Bandit. Was bist denn du für einer? Können wir mit dir talken? Der sieht aber eher aus mit seinen Streifen an. Halt, Freunde. Wir sind nicht deine Freunde. Mir doch egal. Und wenn ihr Fix und Foxy werdet, oder Passwort, kommt hier keiner rein. Ah ja, und das lautet nochmal wie? Warum sagt ihr mir das nicht? Der definitiv nicht. Der ist da, um Leute zu verkloppen. Passwort haben wir nicht. Passt die Gardinen zum Teppich, das haben wir auch nicht. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Bist ein harter Kerl. Was bist denn du für einer? Was haben wir denn hier? Ich würde ja vermuten, der Zirkus ist in der Stadt. Ich weiß, dass er erst nächsten Freitag kommt. Coach. Ihr müsst also zum Kartenspielen hier sein. Geil. Kommt drauf an, gegen wen wir spielen. Mein Name ist Schnitzelflüsterer, Lennart Schnitzelflüsterer. Und ich kann euch sagen, dass ich 10 Millionen Chips gewonnen habe, hat nichts mit Glück zu tun. Wie hast du sie denn sonst bekommen? Durch Bescheißen? Hör mal, Häschen, Lennart Schnitzelflüsterer ist kein Betrüger. Nein! Nur gut. Ja, ja! Hey, Schnitzelflüsterer, was wird hier gespielt? Kein Name! Das einzig wahre Spiel für Profis: Indien-Poker. Wie kann man sich Schnitzelflüsterer nennen? Naja, wir machen hier kurz einen Schluss für den ersten Part. Ich hoffe, er ist alles laut genug. Wir werden nach dem Schnitt beim nächsten Part mit Schnitzelflüsterer weiter talken. Und bis dahin sage ich: Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.